Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video bzw. einem ganz neuen Format. Ich wollte euch so ein paar Sachen zeigen, die ich so die letzten Wochen geshoppt habe. Heute gibt es mal ein ganz neues Video, einen gemischten Haul. Ich war die letzten Wochen, ja, shoppen, habe immer mal überall was mitgenommen und das auch gesammelt, also zum größten Teil, was ich jetzt noch nicht benutzen wollte oder musste. Vom Lidl, vom DM, vom Rossmann, vom Action, vom, ja, ich sag's euch auf jeden Fall dazu, von wo was ist. Ja, und ich wollte mal gucken, wie euch das gefällt, so ein gemischter Haul. Und heute kommt noch dazu, dass ich euch so ein paar meiner Geburtstagsgeschenke noch mit dazu zeige. Ja, was ich so bekommen habe. Nicht alle, aber so ein paar. Genau, ich hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das öfter machen soll, so einen gemischten Haul. Oder immer so separat vom DM, H&M, DM, H&M, DM, Rossmann, Action und so weiter. Ja, ihr dürft entscheiden. So, ganz viel Spaß beim Video. Ich starte jetzt einfach mal mit einem richtig coolen Geschenk zum Geburtstag. Und zwar haben wir das hier bekommen. Also das ist für Niemann und mich zusammen, das muss ich dazu sagen. Von meiner Nichte und ihrem Freund und dem kleinen Schatz. Und zwar, ich muss dazu sagen, es war so eine ganz große Karte, Geburtstagskarte, wie so eine Schallplatte. Die haben wir aufgemacht und da ist so richtig coole Musik rausgekommen. Also das hat mega gut gepasst zu Nimon. Da stand dann ein Zettel mit kinderfreier Zone. Und da habe ich noch gedacht, okay. Und dann haben wir das dazu geschenkt bekommen. Da ist ein Kinogutschein drin. Fand ich richtig süß. Sie haben sich Gedanken gemacht, was sie uns ja schenken könnten und somit haben wir mal einen Abend für uns alleine. Sie passen auf die Kinder auf, wir können ins Kino gehen, vielleicht noch was essen gehen und ja, das hat uns wirklich sehr gefreut, weil in den 12 Jahren, fast 13 Jahren, wo ich Mama bin, haben wir das noch nicht ein einziges Mal gemacht und deswegen, ja, finde ich das ganz, ganz besonders. Habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Dann habe ich von Nimon unter anderem dieses Parfum geschenkt bekommen. Ich muss euch mal zeigen. Von Katy Perry. Das ist eine richtig coole Flasche. So ein Diamant. Sieht der nicht cool aus? Oh, und das riecht so lecker. Also, da hat er wieder ins Goldene getroffen. Ich kannte das gar nicht. Ich habe es auch noch nicht probiert. Aber es hat mir von Anhieb sehr, sehr gut gefallen. Niemand weiß eben, was ich mag. Genau, das. Dann habe ich von meiner Schwägerin auch was richtig Schönes bekommen. Sie packt das immer so toll ein, ne? Also da ist ganz viele verschiedene Sachen. Kerzenhalter, eine Tasse mit einem Schälchen und ja, so ganz viel Deko. Also richtig, richtig süß gemacht. Hat sie sich auch richtig viel Mühe gegeben. Ja, und von meiner Mama und ihrem Freund haben wir ein ganz, ganz besonderes Geschenk bekommen. Das war in so einer Schachtel drin. Unter anderem einen Gutschein für eine Unterkunft in Frankfurt, wo wir jetzt auch Urlaub machen. Ganz, ganz bald. Deswegen drehe ich jetzt so ein paar Videos vor, dass wir in Ruhe in Urlaub fahren können und ich mir keinen Stress machen muss, noch Videos hochzuladen oder so. Deshalb kann ich es jetzt euch erzählen. Die Kinder wissen es noch nicht. Die kriegen es jetzt am Zeugnistag dann gesagt. Die freuen sich bestimmt mega. Ja, die haben uns eine Unterkunft gemietet, wo wir dann schlafen und ja, so eine Woche einfach in Frankfurt verbringen können. Meine Mama schläft bei meiner Oma. Die ist also auch mit dabei und wir werden jeden Tag mal irgendwas machen. Einen Tag mal die ganze Familie sehen auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, dass wir halt nicht jeden Tag zu irgendeiner Familie fahren, weil dann ist es wirklich, ja, eher Stress. Wir haben nämlich viel große Familie in Frankfurt, sondern das auf einen Tag machen mit allen und ansonsten, ja, verschiedene Sachen machen. Mal einen Freizeitpark oder ein Schwimmbad oder. Ich werde euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, und dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten noch dazu in diesem kleinen Schächtelchen. Sie guckt ja meine Videos auch und weiß super gut, was ich ja so benutze. Unter anderem mein Lieblings-Eyeliner von Essence. Dann eine Nagelfeile. Kann man auch immer gut gebrauchen. Dann ein Shampoo. Davon habe ich immer die Haarkur genommen. Die riecht super lecker.
und meine Lieblingswimperntusche. Ja, meine Mama weiß, was ich mag. Ja, so, das waren die Geschenke. Die anderen, ja, kann ich euch jetzt hier nicht mehr zeigen. Aber ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut. Niemand auch. Ist dieses Jahr, ja, mal was ganz Besonderes gewesen. So, jetzt starten wir mit dem gemischten Haul. So, ich musste einmal ganz schnell Akku wechseln. Jetzt bin ich wieder da. Also, ich sage euch auf jeden Fall dazu, von wo ich was habe. So, wir starten mal hier. Und zwar habe ich vom Lidl für die lange Reise, also wir fahren 5 Stunden nach Frankfurt, für den Mädi dieses hier mitgenommen. Das ist eine Reisemalmatte mit einem Wasserstift. Das heißt, du füllst den Stift mit Wasser und dann können die Kinder hier drauf malen, können nichts verkleckern, können nichts verschmieren oder bemalen. Also wir hatten das damals, als er noch ein Baby war, in so einer riesengroßen Matte für den Fußboden. Aber jetzt kann er halt ja richtig gut, das ist wie so ein Buch, das kann man mitnehmen, gut malen. Und ich glaube, da wird er sich richtig freuen, wenn er im Auto malen kann. Genau, das ist aktuell beim Lidl. Okay, wenn das Video online kommt, das ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Aber das hatte ich diese Woche beim Lidl geholt. Ebenfalls beim Lidl habe ich solche Rücksitzorganizer gekauft. Die fand ich richtig cool. Es gab einmal diese und einmal noch für Kinder extra, für Jungen und Mädchen, blau und rosa. Die hatten dann halt noch kleinere Fächer und so Teddybären und sowas drauf. Hier fand ich es aber cool, weil die hier so ein Thermofach hat. Das heißt, man kann hier auch kühle Sachen reinstellen oder legen. Und ja, ich glaube, das ist ganz cool. Wir haben ja hinten an dem Rücksitz nur ein Fach und da stopfen die Kinder immer alles rein. Und so ist es eben organisiert. Ja, das habe ich ganze 2-mal mitgenommen beim Lidl. So, ah ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das habe ich bei Amazon bestellt zum Ostern. Hier fehlt schon die Hälfte, wie ihr seht. Das sind so ganz kleine Tic-Tac-Schachteln. Richtig süß. Einfach mal zum Verschenken für den Kindergeburtstag, habe ich gedacht. Also die werde ich definitiv öfter kaufen. Die haben wir eben an Ostern versteckt. Oder es gibt hin und wieder mal so ein kleines Tic-Tac-Schächtelchen. So. Fand ich aber eine richtig coole Idee für einen Adventskalender oder. Ja, wie gesagt, habe ich von Amazon. Dann habe ich vom Aldi... Moment... Ich glaube, das war's. Vom Aldi ein paar Wasserpflaster mitgenommen, denn jetzt steigt ja die Badesaison, die Poolsaison und auch die kurze Hose Hinfallsaison. Maddie fällt jetzt öfter mal hin mit kurzer Hose, tut es halt mehr weh als mit langer. Und deswegen dachte ich, ja, so Wasserpflaster, die kann man immer gebrauchen. Dann hatte Aldi auch so ein Kleberoller hier im Angebot mit Tesafilm eben. So ein Roller mit Tesafilmrollen. Ich glaube für 1,29. Ja, habe ich mal wieder mitgenommen, denn unserer, der ist jetzt nicht mehr ganz so gut. Und ein paar radierbare Tintenroller. Plus 3 Ersatzminen. Ich kaufe ja sonst immer diese teuren von Friction, heißen die, glaube ich. Da kostet ein Roller mit Patronen, meine ich, 15 Euro. Und nur die Patronen 8 Euro. 7,99. Und hier hat ein Dings, ein Roller mit Ersatzpatronen 1,79 € gekostet. Also es schreibt eigentlich nur Lennox damit, Marlon eigentlich gar nicht. Vielleicht kommt das noch, aber ja, die habe ich auf jeden Fall 3-mal mitgenommen. Für Lennox oder für beide, egal. Die waren super günstig. So, jetzt kommt Action. Bei meinem Action Haul habe ich einmal hier Biomülltüten mitgenommen. Dann für den Mädi einmal diese Stifte hier. Die fand ich auch richtig cool. So Textmarke. Er malt momentan irgendwie total gerne mit Filzstiften oder Textmarker. Momentan ist Buntstifte total out. Das ist viel cooler. Und das hat auch nur ein paar Euro. Ich glaube 1,09 € oder 1,29 € gekostet. In meinem Action Haul habe ich es euch ja live gezeigt. Ja, die darf er dann jetzt demnächst auch benutzen. Dann hatte ich auch in Action diese beiden Cleaner mitgenommen. Einmal diese hier. Einmal mit Bubblegum-Geruch und einmal Babypuder. Das ist so ein Multi-Cleaner, genau, also für alles Mögliche. Und ich sag euch, die riechen so lecker. Wenn sie jetzt auch noch so gut sauber machen, wie sie riechen, dann bin ich absolut begeistert. Ja,
Ich bin mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall im Aufgebraucht davon mal berichten. So, was war denn noch Action? Also, ich habe natürlich auch viele, viele Sachen schon aufgebraucht oder in Benutzung. Ah, hier habe ich noch ein kleines Geschenk von meiner Mama. Das war auch noch mit in dem Schächtelchen. Ja, ein richtig süßer Nagellack. Total schöne Farbe jetzt für den Sommer. Fast vergessen. So, jetzt kommt DM. Und zwar habe ich hier diese Nachfüllstempel gekauft für diesen WC-Stempel. Frische Siegel, genau. Einmal Tropical und einmal First Kiss Flower. Genau, diese beiden. Dann eine Zahnpasta von Colgate. Ich habe einmal diese schwarze jetzt geholt. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Hatten wir noch nie. Ah, und hier ist auch nochmal dieser frische Siegel. Genau, den hatte ich einmal alles komplett neu genommen. Ich bin mal gespannt, ob ich das dieses Mal hinkriege. Ich habe es im Aufgebraucht-Video, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich das irgendwie mit dem Stempel nicht so ganz geschnallt habe oder falsch gemacht habe. Ich weiß es nicht. Dann ein neues Duschgel für die Jungs. Das roch auch so lecker und das sieht doch so süß aus, oder? Happy Monkey. Boah, ja, richtig, richtig lecker. Super fruchtig. Ja, das durfte auch mit. Dann jetzt für den Sommer ein neues Sonnenspray für die Kids von der Eigenmarke Sundance. Dann habe ich hier eine Körperlotion von Alverde mitgenommen. Sommergefühle oder wie heißt das? Ne, Sommerglück. Das riecht auch richtig lecker. Und dann hatten sie eine LE, Shampoo und Spülung. Lemon Squeezy. Oh, das riecht auch so lecker. Habe ich mir beides einmal mitgenommen. Die hatten einen richtig süßen Aufsteller mit Haarkuren, alles ums Haar rum. Haarkuren, Haarspülung, Shampoo, Haarmasken, also richtig, richtig viel. Ich habe mich dann für diese beiden hier entschieden. Genau. Und da habe ich auch nochmal Mülltüten mitgenommen. Ich hatte nämlich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich schon welche gekauft hatte beim Action. Aber egal, die brauchen wir ja täglich. Und die war auch im Angebot von Colgate. Diese Aktivkohle, hallo? Da. Ich glaube, wenn man eine gekauft hat, hat man die nächste geschenkt bekommen. Ich glaube, das war in der DM-App. Irgendwie sowas hatte ich noch in Erinnerung. Dann will ich mal ein neues Deo ausprobieren. Kokosnuss Vanille. Be Fresh, das ist auch eine neue Marke. Es war ein neuer Aufsteller beim DM. Ich bin mal gespannt, ich werde es testen. Och, riecht auf jeden Fall richtig lecker. Das ist so ein Roller auch. Ja, wie der ist. Ohne Aluminiumsalze, frei von Parabenen. Natürlicher Duft. Ja, ich werde testen und euch berichten. Da gab es auf jeden Fall auch verschiedene Gerüche. So, hier habe ich noch eine Zahnpasta. Ich habe hier auch wirklich alles aufgebraucht. Ich hatte gar nichts mehr zu Hause. Deswegen habe ich da mal ein bisschen zugeschlagen. Dann gab es ein neues Bilou, was natürlich auch mit musste. Das riecht so lecker. Magic Summer. Ja, und mal wieder ein Duschgel. Kein Duschschaum, sondern ein Duschgel von Bilou. Dann einmal Elmex Junior Zahnpasta für die Großen. Hier habe ich jetzt noch ein paar, ups, Moment, ich zeig's euch erstmal so, ein paar Riegel, einmal Apfel und Birne, dann Apfel und Banane, auch dreimal, und für den Nimon, der mag die gerne, vom DM, diese Mango-Riegel, von DM Bio. Genau. So, habe ich noch zwei Zahnpasten, wow. Ich sag ja, ich habe das alles liegen lassen, damit ich euch das zeigen kann. Und dann irgendwie den Überblick verloren. Dann habe ich vom DM auch noch ein richtig süßes Duschgel mitgenommen. Von Balea auch wieder eine LE. Verpackungsopfer. Es sieht einfach toll aus. Es muss mit. Ja, so ist das nun mal. Und von Garnier mein Micellenwasser. Ich habe erst gedacht, es wäre ein neues, aber das ist nur eine neue Flasche hier. Genau, ist das, was ich immer benutze. Und jetzt schläft mein Bein ein, meine Beine.
Und dann hatte ich euch in den ganzen Shorts, die ich immer mache, also wer die nicht guckt, schaut mal auf meiner YouTube-Seite nach, da könnt ihr unter Kategorie Shorts auch gucken. Da nehme ich euch zweimal die Woche, immer montags und freitags auch mit. Da gehe ich durch die Läden und zeige euch die ganzen Sachen, die es momentan aktuell neu gibt. So aktuell komme ich mit meinen Videos meistens gar nicht hinterher. Auf jeden Fall hatte Essence eine LE mit Katjes. Da habe ich hier so ein Lippenöl mitgenommen. Also Grünohrhase. Wie niedlich ist das bitte? Oh. Und das ist eben so ein Lippenöl. Das riecht so lecker. Hier in so einem, wie so ein Lipgloss sieht das aus, ne? Es riecht nach Katjes. Kann man essen. Muss man aufpassen. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Sachen vom Müller. Und zwar diese hier. Duschgele für die Jungs. Das riecht so lecker. Ihr müsst da dran riechen. Ich habe das auch für mich einmal mitgenommen. Das ist pink und für die Männer hier in orange. Das riecht einfach genial. Ich musste direkt zweimal davon mitnehmen. So, jetzt kommt Rossmann. Und ich glaube, dann haben wir es schon. Wow, dann haben wir es schon. Und zwar habe ich mir ein Shampoo und Spülung von Isana mitgenommen. Das war auch eine LE. Exotischer Duft nach Frangipani und Kokos. Einmal das hier. Dann bekommen die Großen ja Zeugnisse demnächst. Da gibt es auch ja, ein Zeugnisgeschenk. Und ich dachte, der kleine Maddie, der kriegt ja kein Zeugnis, aber er kriegt auch eine Kleinigkeit für mich für die Sommerferien. Und zwar habe ich ihm vom Rossmann, das war jetzt hier gerade aktuell in dieser Ideenwelt, in den Angeboten, eine Wasserpistole mit als Dino. So, Dino-Optik. Also da wird er richtig ausrasten. Da wird er sich richtig freuen. Und, wo klemmt's? Eine neue Picknickdecke. Ebenfalls für den Urlaub. Alles für den Urlaub. Eine Strand- und Freizeitdecke. So, die kann man super gut zusammenklappen und mitnehmen, ob wir jetzt ins Schwimmbad fahren oder einfach irgendwo picknicken. Nicht natürlich nur für den Urlaub, sondern auch für hier zu Hause. Wir haben nämlich nur eine ganz kleine, da passen wir nicht alle drauf. Und die war, ich glaube, für 9,99 €. Ich habe euch mitgenommen im Rossmann im Angebot. Und ja, die durfte mit. Hat auch eine richtig schöne bunte Farbe. Dann habe ich beim Rossmann was Neues mitgenommen. Ich hatte bei meiner Freundin hier letzt diese Reinigungstücher von Nivea probiert. So, jetzt setze ich mich mal wieder hier näher dran. Und ich habe die als richtig gut empfunden. Ich benutze eigentlich entweder die Reinigungstücher von BB oder mein Micellenwasser. Ich wechsle da aber immer mal ab. Und jetzt habe ich eben von Nivea mal die mitgenommen. Und die hatten jetzt gerade, wenn man zwei kauft, kriegt man das dritte hier umsonst. Und deswegen, ja, habe ich das gemacht und werde die alle dreimal testen. Hier ist für alle Hauttypen. Hier ist 3 in 1. Und hier ist für trockene Haut. Naja, ich werde auf jeden Fall mal testen und euch berichten. So, das letzte Teilchen. Eine neue Mundspülung von Listerine. Ich habe hier dieses Naturals mitgenommen. Ich kannte das hier noch gar nicht, ist glaube ich ganz neu gewesen. Ich gucke nur mal, ob da kein Alkohol drin ist, weil die Jungs das auch benutzen. Und ja, das ist es nicht. So, ihr Lieben, ich bin mal gespannt, wie viele Minuten ich euch jetzt hier voll gequatscht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in den Kommentaren berichten, wie ihr so einen gemischten Haul findet. Und ja, vielleicht mache ich das ja öfter mal. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss!